Hat er gesagt und willkommen zurück zu Subnautica. Ja, ich habe mal kurz auf die Uhr geguckt, ne? Wir haben es jetzt so 10 Uhr im Spiel und das heißt, wir haben noch fresh den Tag, aber ich glaube, das tangiert uns eh nicht, weil unsere Mission ist ja eigentlich da in die Tiefe da hinein zu machen. Welcome aboard, Captain. Also da hinten hin zu machen, das, was ihr da seht, ne? Das Signal und dann noch die eine Kiste. Aber ich will natürlich ein bisschen was trinken und fressenmäßig mitnehmen. Einfach mal das was haben. Weil unsere, sag ich mal, Kacke-Enten ist natürlich auch ordentlich fett geworden, ne? Und das ist mega krass, ey. Finde ich auf jeden Fall gut. Ja, hier rein. Ich weiß gar nicht, wie sieht es denn energiemäßig aus eigentlich? Können wir hier mit dem fahren? 41 Energie, das klingt jetzt nicht so. Aber werdet sonderlich toll. Und da wir ja die Dinger ja auch nicht tauschen können, ist das natürlich auch so eine Sache. Abkoppeln. Okay. So, und jetzt können wir nämlich wieder steuern. Achso, wir sind ja gar nicht hier. Ja, die hängen jetzt alle da hinten, das ist ganz gut. Dann müssen wir den erstmal aufladen, dann wird er doch noch irgendwie zur Nacht gehen. Dann müssen wir es erst am nächsten Tag machen, was natürlich ein bisschen ungeil ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, letztes Mal habe ich schon alles gecheckt, dass wir hier eigentlich gut voll sind. Ah, die Batterien waren eigentlich auch noch am Laden. Aber wir müssen jetzt ja eh noch ein Stück warten. Das ist leider so. Das lässt sich nicht vermeiden. Ich guck mal nochmal, was die Batterien machen. Die sind auch noch fett am Laden. Alles ist am Laden. Ich glaube, hier unser Bioreaktor, der war eigentlich voll. Ne? Da können wir wieder ein bisschen was reinschmeißen. Dann würde ich sagen, dass wir hier mal kurz drauf gehen. Was können wir noch suchen? Was bräuchten wir noch irgendwie, was total cool wäre, ne? Also den hätten wir ja ganz hinten irgendwo. Vielleicht wird er ja mal angezeigt. Dann könnte man mit unter anderem auch da vielleicht noch hinschwimmen oder sowas. Weiß ja nicht, wie tief der ist, der Junge. Der schien ja hier irgendwie. Das scheint ein bisschen näher zu sein, als man denkt. Ich schwimme hier jetzt einfach mal hin. Ganz mutig. Weil ich will den ja haben. Ich hoffe, der ist jetzt hier auch irgendwo gleich. Ich bin ja eigentlich auch für Luft denn noch zu begeistern. Aber hier scheint dieses Höhlensystem zu sein. Ah, okay. Gut, na, das kriegen wir ziemlich schnell denn noch gescannt. Na, das hat sich ja gelohnt. Nee, verpiss dich. Das hat sich ja richtig gelohnt, weil wir natürlich jetzt dreimal schlauer sind als davor. Ups. Na, dann sammeln wir noch ein bisschen Stuff ein. Die Höhlenpilze haben wir immer noch nie gefunden. Natürlich ein bisschen tragisch ist. Oh, 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 oh. Nicht mit mir, mein Friend. Bitte nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Oh, hier war auf jeden Fall. Bin ich so unkonzentriert oder was? Ne, den haben wir schon. Das ist kein neuer Fisch. Und sonst so, hier ist jetzt auch nichts Schönes. Warte, irgendwie, dass hier noch Steine oder sowas sind. Ach, da. Ja, wenigstens noch ein bisschen Stoff einsammeln, weil, dann lohnt sich das ja nicht. Aber warum hatten die ja das angezeigt, wenn das total für ein Arsch ist? Das verstehe ich nicht so richtig. Warum haben wir denn hier gar keine Steine oder so? Das ist ja ein bisschen sehr traurig, dass hier gar nichts gibt, ey.
Oh, ich würde gerne hier die Titan-Dinger da platt machen, aber dazu brauchen wir ja den Krebs. Und ich wette, den Krebs kriegen wir erst, wenn wir auf dieser Station da waren, ne? So, ja, er braucht nicht mehr scannen, weil der hat ja gar nichts gefunden. Der ist auch ordentlich runtergegangen. Ich weiß ja nicht, ob wir mal so einen zweiten Bioreaktor bauen, damit das irgendwie so ein bisschen mehr hält. Weil hier hätten wir ja eigentlich noch Platz, ne? Und wir haben ja auch noch ein bisschen so Zeit von dem ganzen Scheiß. Und da könnten wir ja eigentlich noch Kabelsatz, Schmierstoff. Ja, da brauchen wir ja nur noch einen Kabelsatz bauen. Schmierstoff haben wir ja noch. Und dann schmeißen wir die paar, falsche Richtung, die paar Fischchen da rein, die wir brauchen. So, Kabelsatz war ja eigentlich nur aus Silber, ne? Und ein Schmier, 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 Schmier und so weiter. Den Kabelsatz. Und dann können wir das nämlich auch gleich fertig bauen. Also, kriegen hier noch ein Menü. So, und dann brauchen wir nur noch ein paar tausend Fische. Aber ist ja jetzt nicht so das Problem. Fab. Boah, jetzt können wir aber richtig viel speichern, ne? An Energie. Aber vielleicht lohnt sich das ja dann mal ein bisschen mehr. Wenn wir eh schon hier die ganzen... Ah, komm her. Ah, du auch. Ah, alles meins. Alles war zu friesen. Dich will ich auch noch. Komm schon. Ja. Dich auch noch. Komm, 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 komm. Guti, guti. Ja, beim ersten Teil war das auch immer ganz oft so, dass es ziemlich gruselig war, irgendwie ein bisschen außerhalb zu schwimmen, weil das immer so vernebelt war. Man hat diese Leviathane jetzt nicht unbedingt so schnell gesehen. Da war die Herausforderung vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, höher. Ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt, aber gefühlt war es so. Den will ich da auch noch haben, ja, du Schlängelfisch, du. Genau. So. Hier müssten wir eigentlich auch mal so eine Eingangsluke machen, irgendwie. Das wäre, denke ich mal, ein bisschen besser, um hier reinzukommen. Wo war denn? Hier? Da. Quarz und Titan. Weiß ja nicht, ob wir das hier noch suchen wollen. Weil ich sag mal, irgendwas wird es ja hier geben, oder? Da war ein komischer Sound. Na, sieht so geil aus, ne? Ah, hier gibt's ja irgendwie nichts. Da ist was. Eine Quarzung gibt's hier nicht. Also Quarz sieht man ja ziemlich weit schon. Was sind das für Dinger? Die sind hier einfach so, okay. New creature discovered. Oh, okay. Hier gibt's Quarz, aber Quarz können wir so denn nicht nehmen, okay. Ja, hier ist auf jeden Fall sehr mysteriös, ey. Oh, heftig, direkt neben der Base sowas zu haben. Wer brüllt denn hier immer? Ah, er da oben, oder? Warum? Weshalb? Was ist denn euer Problem, ey? Ja, leider gibt es hier nicht so viel. Aber... Das gibt ja, wenn wir andere Richtung lang schwimmen, da gibt es auf jeden Fall hier noch vom Quarz und so. Ja, den hat er mit der Luke jetzt nicht geklappt, aber das können wir jetzt gleich machen. Ja, den hätte ich vielleicht mal ein bisschen schöner hinstellen können. So, ab, reingeschubst hier. Oh, den wollte ich eigentlich gar nicht, aber der ist schon verwertet. Oh, der rote Sichelfisch. Von hier drinnen können wir das auch weiterbauen. Achso, wir brauchen erst Quarz, okay.
Der rote Sichelfisch würde sich ja wahrscheinlich perfekt machen in mein Aquarium, in meinem persönlichen Aquarium. Müssen wir aber hin machen, bevor der verreckt. Komm, dann machen wir noch schnell. Dann bauen wir die Luke. So, den hier. Wow, schön, ne? Man sieht ja auch so viel. Ist da kein Licht an oder sowas? Kann ich da Licht anmachen? Gibt es hier überhaupt Licht, was ich bauen könnte? Wo wart? Wo wart? Hier hinten, ne? Nein, nein, geh weg. Geil. So. Und jetzt haben wir nämlich auch Full Nacht. Ab runter. Jetzt können wir hier eigentlich noch unser Dings reinschmeißen. Den einen Fisch, den wir noch hatten. Okay, gut. Weil dann geht es jetzt hier vorwärts, aufwärts, wie auch immer. Achso, schlafen wollten wir. Achso, und ich wollte mal gucken, ob es noch eine Beleuchtung gibt oder so. Ich glaube mal sonstiges. Hier gibt es jetzt noch Waschbecken, Dusche und sowas. Ja, das können wir beide mal bauen. Verderben tut es ja eigentlich gar nicht. Also keine Lebensmittel, sobald man die gekocht. Achso, ja doch. Ja, ich muss ja Salz machen, ne? Nee, aber so Beleuchtung gibt es gar nicht, ne? Ist ja auch mies. Okay. Ist halt so, kann ich jetzt nicht ändern. Ne, wir gehen schlafen. Und dann machen wir uns auf jeden Fall auf den Weg. Jetzt komm. Auf geht's. Hua! Wow, schlafen. Zack, zack. Das kommen wir hinne. Wenn ihr so viel Zeit zu verschwenden. Weil jetzt geht's nämlich los. So, dann müssen wir natürlich da lang. Ein Holzer ist natürlich voll aufgeladen. Das ist auch gut so. So, jetzt müssen wir hier nur so ein bisschen raus. Oh, wo war ich denn eigentlich? Ach, da hinten. Ach du Scheiße. So weit weg, ey. Ach ja, stimmt. Ich habe mir ja vertan, wa? So, dann parken wir hier mal ein bisschen davor. Und auf geht er. Sind natürlich auch voll repariert und so. Und dann können wir jetzt zu dieser komischen, bösen Höhle hinmachen. Ach, der brüllt da immer rum, ne? Der brüllt aber ganz schön hässlich, muss ich sagen. Nee, da bin ich jetzt nicht so Fan von. Nee, finde ich nicht cool. Okay, dann scheint da ein richtiger Scheißberg zu sein, wo wir durch zu schwimmen haben. Bin ich auf jeden Fall schon mal richtig spannend, ne? Ja. Ah, oh, hier gibt es so viel Stuff, ne? Deswegen, ich habe kurz mal überlegt, ob ich den mir sammle. Auch hier so. Ah, vielleicht machen wir das hier auf der Rücktour oder so. Ich weiß es noch nicht. Aber ich möchte eigentlich immer alles haben. Guck mal hier auch. Hier gibt es so viel beschissenen Stuff, ey. Oh, überall. Oh, da auch. Da auch. Überall. Nein. Nein, Zioni. Wir dürfen jetzt nicht klein und weich werden. Ab ins blaue, tiefe Meer. Oh Mann. Deep Blue Sea. Kein Bock jetzt mein Schiff kaputt zu machen, weil wir gegen so einen Lochfisch schwimmen. Das müsste ja jetzt gleich wieder kommen, ne? Mit den 1000 Viechern. Irgendwas kommt da jetzt? Da sind sie. Okay.
Oh Mann, ey. Ich weiß ja nicht, was sie machen, ne? Die gucken ja nur komisch. Ich schwimme hier einfach durch. Und so Mädels, ich bin total freundlich. Oh Mann. Aua. Wo bin ich hier? Oh Mann, der ist ja direkt im Weg, wa? Komme ich hier nicht durch? Alter, wo bin ich hier? Oh Mann. Ich weiß nicht, wohin ich schwimme. Aber das Geräusch muss erstmal aufhören. Okay, das Geräusch ist weg. Ich muss erstmal reparieren. Kann ich das hier drinnen nicht einfach reparieren? Ist doch noch einfacher. Dann brauche ich ja gar nicht mehr aussteigen. Geil. So macht es doch schon mal ein bisschen mehr Fetz und Spaß. Alter, wo, wo? Oh, okay. 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 Ah. Heftig. Hier gibt's einen Steg. Oh Mann, ey. Oh, da hinten geht's auch noch lang. Da müssen wir auf jeden Fall gucken. Oh shit, ey. Was war denn das für ein. Was war denn das für ein Sound hier gerade? Was ist das denn da oben? Ach du Scheiße. Oha, oha. Boah, ist denn das für ein fettes Vieh? Okay, alles klar. Ich brauche erstmal. Wo ist mein Messer? Ich denke mal, mein. Ja, weiß ich nicht. Nee, doch, mein Scanner bräuchte ich wahrscheinlich. Ich hoffe, dass es hier irgendwas Neues gibt. Oh, guck mal. Rohstoffe. Oh, hier ist ein richtiges Festland, ne? Macht das hier warm oder was das hier? Die sind aber nicht so cool, die großen, ne? Ich gehe ja erstmal hier lang. Ich weiß ja eh nicht, wo lang so richtig. Vielleicht gibt es ja hier auch Höhlenpilze. Oh, ich will gar nicht in eine Höhle, wa? Nee, eigentlich nicht so richtig Bock. Okay. Hier ist das abgestürzte Raumschiff. Leck mich. Okay. Da haben wir was Neues. Was? Diese Schiffe werden für Transporte aller Art benutzt. Wow, cool. Nee. Also dieses Datapad hat sich echt gelohnt. So, wir gucken mal. Wir sind da hoch. Da hinten gibt es noch extrem viel. Da ist irgendwie so ein Rappel. Da sind zwei. Na super, hab ich ja richtig Bock. Hier ist irgendwie so eine Base oder so. Keine Ahnung. Hier kann man irgendwie und nirgends lang. Eisschilf. Eisschilf. Eisschilf ist ein Eisschilf.
Okay. Na Gott sei Dank, haben sie mir das erzählt jetzt. Boah, ey, ich hoffe, hier kommt nichts oder so. Ich hab keinen Bock, mich einzukacken. Mist, ey. Oh, schön. Da kann ich hier irgendwas Schönes noch bauen. Oh, geil. Boah. Ich wollte ja sagen, da gehen wir auf jeden Fall nächstes Mal rein, ne? Ja, ein bisschen Spaß muss sein, ne? Nee, das war ernst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.